Was geht ab, meine lieben Freunde, und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch hier auf diesem wunderbaren Kanal, wo die schönsten Menschen der Welt wieder eingeschaltet haben. Ihr seid jetzt hoffentlich mal wieder alle schön eingekuddelt, eingemuddelt. Denkt euch, oh, ich will gar nicht zur Arbeit heute. Ihr müsst es leider. Ihr müsst es, es sei denn, ihr habt Urlaub aus irgendeinem Grund noch. Und für alle, die noch Ferien haben, ey, was denn das? Einfach Ferien. Einfach mal ein bisschen faulenzen zu Hause. Die Hälfte von euch, die jetzt guckt, ist eh noch wach. Ich kenne euch doch. Ich kenne euch doch alle. Ihr seid jetzt noch wach? Warum seid ihr noch wach? Was habt ihr denn gemacht die ganze Nacht? Warum seid ihr wach um 6 Uhr morgens? Wissen das? Ganz ehrlich? Ich weiß nicht, ob ich das so gut finden soll, aber umso besser finde ich es, dass ihr jetzt hier eingeschaltet habt. Denn ab jetzt die restliche Woche 6 Uhr morgens und noch die nächste halbe Woche. Doch, die nächste halbe Woche. Auch noch richtig sogar. Guck mal, mein Gehirn funktioniert zumindest noch. Sehen wir uns hier 6 Uhr morgens mit den TJ Beast Boy Reactions zur EP, die rausgekommen ist, worauf ich mich sehr freue. Wir haben heute Gut, Besser, Ich. Ein Song, der viele von uns hoffentlich beschreibt. Unfassbar cool, wie er aufgebaut ist. Gut ist kleiner als besser und besser ist immer noch kleiner als ich, weil er der Goat ist. Was ich liebe. Ich liebe dieses Überhebliche, dieses Arrogante, dieses Me above them all. Was TJ Beast Boy so ausstrahlt, dieser Charakter. Ich freue mich drauf. Schaut, dass alle, die da sind. Ich habe vergessen, in die Kommentare zu gucken. Aber, weil ihr es seid, gucke ich ganz fix rein. Wir haben Linda, wir haben Michelle, wir haben Lotte, Selma, Mike, wir haben Elisa, Anni und Sophia. Danke fürs Einschalten. Danke. Schreibt wieder eure Namen rein. Vielleicht werdet ihr gegrüßt. Kuss geht besonders raus an Paula noch. Paula habe ich auch noch gelesen. So, gut. Dann hoffe ich, ihr habt heute Morgen irgendwie einen warmen Tee oder einen kleinen Kakao und schlürft ihn hier und seid noch ganz verschlafen und gönnt euch jetzt hier die Reaction. Ich habe Empfehlung für euch, diesen Rockstar, ich trinke keinen Rockstar, ich hasse Rockstar Energy, aber der ist not bad. Waldmeister Boost. Waldmeister. Waldmeister? Reinschreiben? Ja, nein, vielleicht. Ich habe zwei Freunde, mehr habe ich nicht. Und einer sagt, nee, einer sagt ja. Lass es mich wissen, wir hören rein, Gut, Besser, Ich. Let's go. Broski. Hilf mir mal auf die Sprünge. Ist der Track hier jetzt gerade schon der, wo ich gleich am Anfang ausraste, lautstarke Kampfschreie raus? Oh mein Gott, okay, wait. Ich muss bei mir ein bisschen lauter drehen. Holy. Ist der Track hier jetzt gerade schon der, wo ich gleich am Anfang ausraste, Oh mein Gott, okay. Wir sehen einfach direkt, wie vielseitig auch diese EP ist. Wir haben es schon im Snippet gehört und gesehen auch mit meinen Adleraugen. So sehen die Augen von Adlern aus. Falls ihr euch das gefragt habt, genauso. Habe ich das schon gesehen? Aber das ist jetzt insane, dieser Einstieg. Komm, nochmal von vorne. Roski. Holy. Ich würde gerne wissen, wer sich erschreckt hat auch. Weil ich hatte das zum Glück auf ganz leiser Lautstärke gerade, aber wenn ihr das so auf Kopfhörern, AirPods, keine Ahnung, Lautstärke 100, wie wir es alle hören wahrscheinlich, gehört habt, und ihr so denkt, ah, wieder ein chilliges Intro, und dann auf einmal kommt der so rein, würde mich mal interessieren. Roski. Hilf mir mal auf die Sprünge. Ist der Track hier jetzt gerade schon der, wo ich gleich am Anfang ausraste, Lautstärke, Kampfschreie, raustaste, mache dich runter mit Mittelfinger, wie direkt im Maustaste, Hauptsache am Ende des Tages geht es so hoch, Hassel gegen den Pain und es ist alles wie gewohnt, ich bin... Boah, Hassel gegen den Pain und es ist alles wie gewohnt. Und fighte all die Geister, die ich rief. Geister, die ich rief. Woher ist das noch? Das sagt man so. Das sind die Geister, die ich rief. So, wenn man in den Wald reinschreit, kommt ein Echo zurück. Die Geister, die man rief, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von so lauten Screams. Also Screaming. Es ist ja kein richtiges Screaming. Aber wenn es so laut geschrien ist, bin ich nicht so ein Fan von. Finde ich vom Hörgenuss einfach nicht so nice. Die Power ist insane. Aber ist jetzt nicht so das, wo ich sage, geil. Aber ich freue mich, dass wir Vielseitigkeit haben. Oh, wie ein Ghostbuster, auch nice. No brother, keiner kann mich stoppen, I'm the Godfather. Bist du nur eine Stunde in meinem Head, bist du schon lange dead. Oh, okay, ey, aber doch, schwierig. Also so als Stilmittel ist es nice. Ich finde es halt als Hörgenuss jetzt nicht so ansprechend, aber als Stilmittel ist es nice, weil er gerade auch noch gesagt hat, wärst du nur eine Stunde in meinem Head, wärst du dead. Und das hört sich, dieser Schrei danach auch noch, symbolisiert so ein bisschen dieses Geschrei, war am Anfang so, so sieht es in seinem Kopf aus. Bam, dieses Geschrei ist da drin. Das ist TJ Beast Boy. Dann ist es nice, so, ich kann es verstehen, aber wie gesagt, so vom Soundbild her nicht so meins. Nur eine Stunde in meinem Head, bist du schon lange dead.
Oh, okay, aber umso smoother hört sich jetzt die Stimme an. Und ich mein's in every way, wie man's verstehen kann. Geil. Die Stimmlage liebe ich gerade, diese leichte Raspigkeit, die da so dran ist. Geil. Boah, auch die Melodie, wie die fucking Bassdrum. Hat mir so ein bisschen irgendwie Posty-Vibes gegeben, weiß nicht warum. Ich liebe dieses Boy. Ein Album wie deine Tommy, das schreibe ich an einem Tag, man. Okay, let's be real, ich brauch ne Woche, doch das reicht mit Abstand. Heute ist man was Besseres, wenn man shit. Ich lieb's. Oh, ey, okay. Ich liebe bei T immer diese maßlosen Übertreibungen, wo er dann aber so ein bisschen zurückrudert, aber so, dass es immer noch eine maßlose Übertreibung quasi ist. Also was heißt die Übertreibung, aber immer noch so ein heftiger Front ist, dass der eigentliche Front noch viel größer wird irgendwie, wisst ihr? Dass man irgendwie sagt, ey, du bist bla bla bla, oh nee, sorry, das war ein bisschen fies, du bist bla bla bla. Was aber mindestens genauso fies sich anhört und dadurch einfach nochmal einen viel größeren Impact als Beleidigung oder hier als Flex hat. Boah, diese Energy liebe ich. Einem Tag, man, okay, let's be real, ich brauch ne Woche, doch das reicht mit Abstand. Heute ist man was Besseres, wenn man Shit von einem Designer anhat. Da krieg ich das Kotzen wie auf Ayahuasca. Ey, ich liebe auch die Adlibs. Die Adlibs hier sind so gut. Die sind so gut, die sind crazy, die sind laut, die sind irgendwie so ein bisschen dreckig auch. Ein Genie und du weißt, dass du Höhlenmensch neben mir immer primitiv bleibst. Ich gehe am Spiegel vorbei und schiele da rein und sehe im Augenwinkel den MVP, der niemandem gleicht. Digga, ist das Jay Jiggy. Ich bin on fire. Da ist Jay Jiggy einfach drauf. Da ist einfach Jay Jiggy drauf gesampelt quasi. Hä, wie geil. Hä? Übel nice. Weil, ey, das sagt Jiggy immer, Digga, wieder eine Bad Bar, weiß ich nicht. Ey, cool. Ich wollte sagen, ich fand die Spiegelei geil, die Jiggy jetzt hier quasi als Bad Bar bezeichnet hat, so mäßig. Und ich weiß, dass Jiggy das nicht so bezeichnet hat, sondern dass es reingekattet wurde, keine Sorge. Mega gute Line, das ist so auch wieder so, wo wir schon bei Jiggy sind, eine typische Tattelzeile. So, ich gehe am Spiegel vorbei, schiele kurz hinein und das liebe ich bei T auch, dass er so Bilder schafft in meinem Kopf. Bei T's Musik, ich habe immer so ein Daumenkino gefühlt, weil ich habe die Szenerie im Kopf, er läuft an den Spiegel vorbei, schielt kurz rein und hat so ein verschmitztes Lächeln so, weil er ganz kurz sich gesehen hat, so den MVP, der unvergleichbar ist. Irgendwie, keine Ahnung, er schafft es immer so, diese Bilder in meinem Kopf entstehen zu lassen. Digga, ist das eine Bad Bar wieder? Ich bin on fire wie ein Gasherd, fuck yeah. Dafür in den Charts, bis es verkehrt. Meine Offensive überbietet deine Abwehr. Boah, meine Offensive überbietet deine Abwehr. Ist auch cool für jeden, der in Videospielen oder Kartenspielen drin ist. Und er hat auch gesagt, bist du in den Charts, ist es verkehrt. Dann läuft das falsch. Ich bin on fire wie ein Gasherd, fuck yeah. Dafür in den Charts, bis es verkehrt. Meine Offensive überbietet deine Abwehr. Wie ich level up, step ist erschreckend wie ein Oh mein Gott, wie flawless kann es denn sein? Wie flawless kann dieser Song denn sein? Holy shit. Ey, es tut mir jetzt Real Talk für mich selber auch einfach leid, dass ich die EP jetzt so spät erst höre, weil ich die ganze Zeit schon so durch die Streets hätte laufen können mit dieser Mucke auf den Ohren. Das ist wirklich, das ist so ein Track bis jetzt, der einen beflügelt. Ich weiß nicht, warum ich immer die Chicken Dance hier mache, aber der beflügelt einen, so wisst ihr? Der beflügelt einen. Dieser krasse Rapper, riecht nach Taskeletter, und du fucking Blender, riecht nach Taschenbecher, ich bin Klassenbester, und um Klassen besser, damit kannst du rechnen, wie mit Taschenrechner. Ja, okay. Das war eine Bad Bar, aber trotzdem, wobei irgendwie auch not so bad, weil wir ja in dem Themenspektrum Klasse waren. Ich bin der Klassenbeste und um Klassen besser, damit kannst du rechnen, wie mit einem Taschenrechner. Ist natürlich so gesehen eine Bad Bar, aber irgendwie cool, weil es in dem Schulkosmos gerade alles drin war. Doppelt cool für mich, weil ich schaue gerade Assassination Classroom, das allererste Mal, und enjoye es sehr. Ja, einfach nur als kleiner Nebenfact hier. Wusstest du denn auch nicht, es geht gut, besser, damit kannst du rechnen, wie mit Taschenrechner.
Was kann der Mann nicht? Der Mann hat eine wunderbare Gesangsstimme. Oh mein Gott, was kann der nicht? Oh. Gut, besser ich, wie er das singt. Holy, holy, ist das gut. Wow. Oh mein Gott, wie gut! Ey, ich bin ja sowieso ein Fan von Gesang und ich höre auch gerne Pop und ihr wisst, ich bin auch ein K-Pop-Fan. Fanatic, sagt man, oder? Fanatic, glaube ich, ist richtig, ja. Und liebe guten Gesang. Und wir haben hier guten Gesang. Oh, Broski, ich brauche noch einmal kurz deine Hilfe. War das jetzt hier auch der Song, wo ich kurz am Ende nochmal ausrast? Wie cool, Mann, ey, wie cool. Es gibt nichts, womit ich T gerade vergleichen kann. Kein anderer Rapper würde jetzt am Ende einen Joke einbauen in den Song, so, wisst ihr? Also, mir fällt nichts ein, wer das auch machen würde. Wisst ihr, das ist so diese Uniqueness, die er hat. Und Uniqueness ist ein Wort, könnt ihr nachschlagen, Freunde. Könnt ihr nachschlagen, wie, hätte jetzt fast KuchenTV gesagt, aber nur fast, habe ich nicht. Weil sonst würde das Video gestrikt werden, deswegen sage ich dazu nichts. Ey, wunderbarer Song. Bis jetzt mein Favorite vom Album, wir haben auch erst drei gehört, vom Album, sag ich mal, von der EP. Aber ich würde sogar so weit gehen, wie wenn ich einen Marathon bestreiten würde, dass das einer der besten Songs ist, die ich seit Monaten gehört habe. No joke. Einer der besten Songs, die ich seit Monaten gehört habe, vom Feeling her. Ey, ich saß, ich hab getanzt, ich hab mitgesungen, ich war surprised. Gut, der Anfang hat mir nicht gefallen mit dem Geschrei, das können wir vielleicht rausnehmen, aber ansonsten, der Song hat so viele Facetten. Selbst wenn wir das dazu nehmen, andere Leute bauen drei Alben aus diesen verschiedenen Facetten, die T hier gezeigt hat einfach. Und es war einfach so, okay, was kommt gleich? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber es hat mir gefallen. Am Ende der Gesangspart war unfassbar schön, Mann. Wir hatten verschiedene Melodien drin. Wir hatten Tempo-Changes hier und da und hier und da und hier und da. Das ist einfach so, ja, beflügelnd. Es war richtig beflügelnd, dass ich dachte, Digga, ich will jetzt diesen Song hören, in Dauerschleife, und der boostet mein Selbstbewusstsein, der boostet mein, keine Ahnung, Dopamin, Serotoninspiegel, whatever, Mann, sucht euch was aus. Einfach so einer, der dich gut fühlen lässt, so ein richtiger, ey, when you feel down, hör dir das an. So ein Ding ist das. Viele, ich habe ja in der ersten Reaction auch gefragt, was euer Favorite Track von der EP ist, haben diesen Song hier genannt, und ich war wirklich gespannt. Viele haben auch einen anderen genannt, aber ich kann sehr, sehr gut mit euch relaten, warum das eure Favorite ist. Ich bin jetzt umso mehr gespannt, was uns auch erwarten wird, und freue mich drauf, Mann. Holy. Ich bin auch sehr dankbar, dass wir von diesem Song die Sachen, die ich so enorm gut gerade fand, nicht so viel im Medley gehört haben, damit ich eben noch diesen Surprise-Faktor hatte, weil ich hasse es auch, wenn in einem Trailer zu viel erzählt wird, so für einen Film. Ja, ich bin gerade richtig, richtig froh. Merkt man, glaube ich, auch. Ey, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in den Tag. Ich vergesse gerade, dass es 6 Uhr morgens ist und ihr alle so noch hier halb hängt, so tot. Ich hoffe, ihr seid jetzt ready auf jeden Fall für den Day. Danke für den dicken Support in den letzten Wochen, Monaten, Jahren mittlerweile ja auch schon. Und ich habe letztens bei CK Phoenix gesehen, unfassbar sympathischer Yu-Gi-Oh!-YouTuber. Der hat gesagt, es ist egal, ob ihr seit Tag 1 am Start seid oder erst seit einem Tag. Einfach danke dafür. Und das fand ich, sind passende Worte mal ab und zu. Versucht den euch mal zu probieren. Hat Zero Zucker, hat irgendwie 12 Kalorien oder so auch nur. In der ganzen Dose. 13. Schmeckt gut. Wenn ihr Waldmeister mögt, gönnt euch das. Okay, das war's. Tschüssi.